ist ja logisch. Dann denkt man sich, okay, dann nimmt man halt das, whoops, währenddessen auch noch auf. Nur, das Lustige ist, weil ich mir immer schon gedacht habe, WTF. Von MedinSG war es wirklich so, das Bad hochgeladen. Ungefähr nach 3, 4 Tagen, je nachdem, hatte es so um die 3, 4, 500 Klicks. Okay, letzten anderes Projekt auch, da wurde ich sogar noch jemand fragt, von, das war Borderlands 2, auch und viele anderen, letztes hoch, kommt, wenn es gut geht, ja, 25, 30, ja, kann hinkommen. Oder so wie, it's more than the driver, it's more than the car, for Lotus F1 Team, the winning edge, ach halt die Fresse. So wie eins mit Fallout New Vegas. Hochgeladen. Ich glaube, wie viel hat es? 5? Naja, es kann schon sein, dass viele Leute diese Games nicht interessieren. Nur, was ich da immer lustig finde, wenn man so denkt, okay, der YouTube-Channel ist ja für mich, weil man diese Art so gerne macht und so weiter. Und ich meine, wir haben jetzt auch 400 Abonnenten. Finde ich eigentlich richtig geil. 400 ist, wenn man jetzt so wirklich nur so denkt von Medien, ist das schon irgendwie richtig geil, 400 Abonnenten zusammenbekommen. Aber jo, trotzdem ist es immer wieder lustig, wenn man so fragt, okay, geht man mal auf die Community zu und fragt, ja, was möchtet ihr denn mal sehen? Kommentieren? Nö. Nö. Also das ist natürlich nicht gezwungen, dass ihr kommentieren müsst oder ihr werdet, keine Ahnung, gesteinigt oder so ähnlich. Das natürlich nicht. Aber natürlich, das könnte man so probieren, aber nein, das geht halt nicht. Und daher, ich meine, das würde natürlich für allen besser sein. Irgendwie sehr. Mache ich ja sehr Levelwiese. So 150, kann man es jetzt wieder Fluss 8 haben? Ja, danke. Meine fucking Güte. Aber plus 9 keine Chance. Plus 8, ja, plus 9, ne. Schon wieder Lederstiefel. Na, einfach mitnehmen. Verliere nur Level 30, vor allem würde ich eben anfangen eben mit den Steinen, weil mit dem Breite bzw. mit der Spinnsperr. Jo. Geht schon. Nur würde ich halt da einfach sagen, ach scheiß drauf, hochleveln auf 30. Dauert zwar ein bisschen, aber dauert ja alles ein bisschen länger. Jetzt hat man da Truhe der Bildung, 25 Muscheln, einfach nur weil fuck you, denke ich mal. Aber ja, das ist halt wirklich immer so. Aber da kann man halt nichts machen. Beziehungsweise, was gibt es sonst so eigentlich so? Wenn man jetzt über Medien 2 Server redet. Gute Medien 2 Server. Ja, jeder hat anderen Geschmack. Ich stehe mehr auf so Oldschool. Hoffentlich ohne Switchboard. Naja, ohne Switchboard. Ich meine, jeder Vollidiot hat einen Switchboard auf dem PC rumliegen. Einfach, bis die Medien wirklich was geschwitzt hat. Retarded. Zu blöd zum Sprechen auch noch. Geil. Was man braucht. Jetzt nehmen wir einfach, nehmen wir es übertrieben, like Shiro, ein Gifty, ja, sagen wir für Suras, 54 DSS, 12 Intelligenz, 10 Crit, läuft, ich denke ich nur, okay, entweder, na was heißt entweder, da musst du sowieso die ganzen Inventarseiten voll Changer haben und geht dahin, aber ich will nicht wissen, wie oft der der Switcher so durchläuft, bis du das rein hast. Weil das ist schon krass. Wenn man es jetzt wirklich so denkt. Aber irgendwie war es auch auf Shiro, dass es auf Shiro mehr oder weniger wirklich nur ums Geld ging, also Geldmacherei. Beziehungsweise um von dort Equipment auf einen anderen Server zu suchen. Und das war verfickt nochmal knapp. Also das habe ich auch oft gelesen, dass man da sucht. Ja, ich meine, ist keine dumme Idee, gar keine Frage. Ich meine, generell ist es ab und zu krass, wie
Made in 2 Items, aber generell in mehreren MMOs, nicht nur Made in 2, für Echtgeld verscheppert werden können. Oder generell die ganze den ganzen Content, was Made in 2 beinhaltet. Vom Waffenrüssi ist allein schon das Young. Also wie du das verdicken kannst, was die Leute bereit sind dafür zu zahlen, ist schon krass. Aber natürlich, man kann es verstehen, ist ein MMO. Aber trotzdem auch, kommt wieder Werbung. Scheiße mich langsam an. Natürlich. Geil, Mann. Ja. Das gefällt mir. Weil es wäre so richtig geil war. So, und den nur noch 2 Level. So, wenn wir so von MMOs reden, gibt es generell zurzeit einfach nur, wo man sich denkt, oh mein Gott, what the fuck, come on. Neue MMOs. Nein. Nö. Alles scheiße. Die einzigen 2 wirklich guten, was heißt 2? Ja, 1 eigentlich. Für mich, in meinem Sinn. Das einzige gute MMO, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, nach oder während mir den 2 war, wirklich Wildstar. Und das war einfach so richtig spontan entschieden. Man ist auf MMO gegangen und hat Keys gesucht, was es so Neues gibt. Ob es irgendwo billiger ist als irgendein Game von Steam. Okay, ist man auf MMOs gekommen, habe ich mir gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel laut die Leute zahlen würden. Jo, da ganz unten steht Wildstar. Da habe ich mir gedacht, what the fuck is this? Hat man sich die Trailers angeschaut, plus alles, was das Spiel kann und sein wird dann, da hat man sich gedacht, ich weiß nicht. Du zahlst zwar im Monat 12,99 € dafür, also ist Pay to Play. Aber man hat es ausprobiert und hat wirklich gesagt, jo, scheiß mich an, das ist ein geiles MMO. Man hat auch die Elder Scrolls Online ausprobiert, aber die Elder Scrolls Online. Muss ich wirklich sagen, ich bin ein Fan von der Elder Scrolls Serie. No problemo. Aber wenn es darum geht, wenn ich sagen muss, oder wenn man den Satz bringt, dass die Elder Scrolls Online und die Elder Scrolls haben ja generell nichts damit gemeinsam. Nur ein paar Sachen, aber ich meine gameplay-technisch. Wenn jetzt jemand kommt, oh doch, man kann gleich schlagen wie in Skyrim. Bleh. Danke. Fuck you, Game. Fuck you, Game. Tja, das ist mir auch schon öfter passiert auf Rubinum, dass Rubinum einfach denkt, ey, du laberst, Mann. Du fliegst runter von Server, behindert. Ja, eine Channel-Lines einloggen ist sicher auch, nicht, auch die beste Idee. Wenn es sowieso nur ein Mensch da ist, oder was? Ja, natürlich, wer ist das? Na, wer bist du? Notcha. No chance, okay. Mein Gott, ich dachte schon Notcha. Wäre auch so eine Idee gewesen. Na, ist ja egal. Ist endlich egal, wer da hinten steht. So, 160. Kann man sich jetzt getrauen, da zu uppen, ohne dass es wieder mal failen wird? Dankeschön. So, Rakis plus 9. Jetzt heißt es nur noch zu switchen, was? Bis Level 40 geht der grüne Zauber, also. Ok. Ich dachte erst ab Level 40. Okay, das erklärt einiges. Wo habe ich das eigentlich nie verwendet? Mach ich weiß nicht. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. Wie das so läuft. Zack, weg. So. Aber davor noch, ach scheiß drauf, einfach ein bisschen Change machen. Ja, ich weiß, ich habe das gesagt wie im Faggot, aber mit Stolz. U16. Ja, hauptsächlich 12 FPS reinbekommen, ach mein Gott, ey. Wie ich das immer hasse. Du willst das switchen und bam, bekommst ein FPS rein. Ja, aber 12, es ist 12 FPS. Da, mein DSS, das ist schon viel geiler. 14 DSS und 8 Intelligenz und 10 Crit. Einfach nur ein Fuck you, nehme ich an. Jo.
geil, Mann. Die Switcher ficken ja wirklich alles. Wow. 22 mit 12 Int, ja, ja. Ich als Körperkrieger brauche ja Intelligenz so dringend. Hat sie mir gesagt, du schaffst alles. Halt die Fresse, du schaffst gar nichts. Damn, das Leak. Ist mir generell auch schon auf. Yes, man. Ja. Yeah. Oh, geh weg. So, Truhe der Legenden. Sehr wichtige Truhe. Wenn du dir eine Sache schnell interessieren. Okay, passt. Fraps, geh weg. 28. Nee, 28 ist auch nichts. 30 Maximum. An Anfang, bis man wieder mehr Switcher bis man. Nein, man braucht eh nicht. Und absichtlich ein paar Mädels klappen, dann hat man schon Switcher. Genug. Das heißt genug. Kommt drauf an, wie viel man farmt. Weil ich würde sagen, einfach, wir farmen hier einfach, bis wir ein paar Exos und Changer haben. Ein paar viel. Ich meine, 4 Consis und 5 Exos hat man. Und man hat ja noch ein paar Drohnen. Ich hab aber irgendwie das Prinzip, was sie auf Shiro 2 gehabt haben, irgendwie, weiß nicht, gefeiert. Also, dass man immer nur vielleicht ein oder ja, beides einmal aus dem Medienstein droppt. Halt auch eher seltener. Ich hab das irgendwie richtig gefeiert. Okay, ich habe die auch mehr oder weniger extrem durchgefarmt. Aber war eigentlich richtig geil, so das Shiro-Prinzip. Ja, das Prinzip ist auch extrem einfach geil. So 32 lasse ich jetzt mal rein. Diese grünen Scheißteiler bringen ja extrem viel. Mit denen kann man dann Schuhe oder irgendwas, oder Ohrringe, weil Ohrringe sowieso scheiße sind. Zu switchen, meine ich jetzt. Oder einfach aufbehalten und dann irgendwann mal als Giveaway raushauen. Keine Ahnung, einfach weg oder verbrennen. Na, aber ich habe mir eigentlich extrem schon oft gedacht, während meiner Spielzeit auf Medien, jetzt abgesehen von SG, oder nachdem ich aufgehört habe, ob ich vielleicht wieder auf SG komme. Warum? Weil ich einfach wirklich nur so ein scheiß Game mag. Und vielleicht habe ich einfach nur wieder mal richtig Bock gehabt, wieder das Game komplett neu anzufangen. Aber ja, das wäre dann ein bisschen dumm gewesen. Naja, außer man spielt Medien für 2 Jahre, dann verschenkt das ganze Sachen und das dann immer wieder, bis man dann irgendwann 10 Meter unter der Erde liegt. Zum Beispiel. Könnte sein. Naja, aber ich war auch beim Überlegen, mach doch mal so ein kleines Anführungszeichen Projekt. Weil ich bin eigentlich nicht der Fan von Geld in ein Game reinhauen. Ja, habe ich oft genug auf SG gemacht. Logisch. Ja, was heißt logisch? Na, wenn man Medien seit über 6 Jahren spielt, hat man da halt und zu nicht nachgedacht, nach 6 Jahren immer noch ein Game spielen. Kenn ich sonst keins. Also von daher. Na, aber jetzt mittlerweile habe ich mehr oder weniger wirklich gar nichts mehr rein. Hä, was? Ach man. Lol. Was ist aber, wenn das aber nur aufgesetzt ist? Ja, dann bin ich weg. Was glaubst du, ich level mich nochmal auf Level 30? Hallo? Bist du behindert?